Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Hier in der Halle des Schmiedes. Und wo ist der Schlüssel wohl? Ich sehe ihn nur mit Alkohol. Guck mal hier. In seinem kleinen zugefrorenen Wasserbad. Kein Problem, können wir rausnehmen. So. Und weiter geht die lustige Reise. Diesmal nach oben. Offenbar kommen wir nur nach oben durch den Schmied. Komischer Bau hier irgendwie. So, mein Auge juckt die ganze Zeit. Sind die hier böse? Nee, ne? So. Mal gucken. Greifen die mich an? Tatsache. Du willst erwischen? Ach. Du kommst nicht. Ach, krass. Komm zurück, du Feigling! Nein, ich trau mich nicht. Solche Schwindler. Nachricht des Hauptmanns. Also gut, ihr Maden. Ihr glaubt, nur weil ihr eine Axt schwingen könnt, seid ihr Krieger? Ihr glaubt, wenn ihr mit Puppen übt, seid ihr bereit, euch in einer Horde Esir zu stellen? Für mich seid ihr weiterhin ein sich windender Haufen wimmernder, milchlebriger, schwabbelärschiger Knaben, deren Körper nur zum Abstumpfen der Speere des Feindes taugen. Wer was anderes beweisen will, kämpft gegen mich auf der Weste. Besiegt mich und ich sehe eure Ausbildung als abgeschlossen an. Okay, wir wissen, was uns oben erwartet. Vielleicht der Hauptmann oder wir müssen mal durch. Eventuell. Kann sein, dass andere Bruder uns sagt, wir müssen zum Hauptmann. Sutton denkt immer nach. Ich traue niemandem, der so viel denkt. Verstehe ich. Die Zeit ist um! Du entkommst nicht, du Trollhirne! So. Na, endlich mal wieder. Hallo. Ich will nur die Blutsteine haben. Also Blutsteine rieseln hier gut rein, ne? So, warte. Niemand? Guck mal da hin. Träumchen. So, dann mal rüber da. Noch ein Blutstein. Die rieseln einfach nur so rein. So. Da drüben scheint eine offene Tür zu sein. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. So. Okay, hallo, hallo, hallo. Wie sind denn hier? Hallöchen. Ist das hier die Ausbildung? Naja. Der Schweif der Schlacht fließen. Das scheint die Ausbildung gewesen zu sein. Oh, ist aber sehr schön hier, ne? Guck mal. Sehr malerisch auch. Ah, erstmal eine Runde schlafen. Wo kommen die Blumen hier eigentlich her? So. Junge, 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 was für ein Aufstieg. Und ich freue mich schon, wenn wir hinterher erfahren, dass wir es ganz normal machen müssen. Oh. Drinks, bitte. Der ist nicht gut drauf. Okay. Okay, die sollten wir auf jeden Fall schleichend ausschalten. Der macht schon was her. Ach, das war der Ausbilder, glaube ich, ne? Naja. Naja, was ist denn das hier? Nichts.
Auf mein örtliches Klo. Gibt's hier noch irgendwas oder können wir nur reingehen? Ja, keine gute Idee. Okay. Vielleicht zum Hochschleichen. Okay. Oh, hallo. So, der nächste Blutstein und ich glaube... Ich glaube, wir haben's. Oder? Haben wir's? Haben wir alle Blutsteine? Also, nicht alle, aber haben wir die Blutsteine hier aus der... Das ist unten, das ist unten, das ist unten, das ist alles unten. Wir haben, glaube ich, alle Blutsteine aus dem Gebäude geholt. Jetzt nur die Frage, wir kommen hier runter. Ich hätte gerne Abkürzung irgendwo. Eine Abkürzung schon, aber nicht so. Um Gottes Willen. Was habe ich getan? Gibt's hier nicht ein Seil, das einfach so runterführt? Nee, ne? Kann ich nicht mit Sühnen einfach so? Ich nehme unsere Abkürzung. Oh Gott. So. Ach, das wäre die Abkürzung gewesen. Okay. Gibt's hier auch einen Strohhaufen, den ich zielsicher ansteuern kann? Da ist wirklich einer. Aber dazu muss ich da hinten rüber. Da hinten rüber. Okay, das heißt... Ich wage zu bezweifeln, dass wir den kriegen. Naja, 2-1 Risiko, ne? Ja, das war der Strohhaufen. Hallo? Gleich stirbst du. Ach, er... Oh, Alter, Junge! Da kam der Bär her. Schade, ich will hier runter... Ich hätte hier runter treten sollen. Ich Dovi. Ich hätte treten sollen. So, der Bär noch am Kokeln. Ah, nee, ist nur brennendes Moos. Hier ist nichts passiert. Okay, ja, das mit dem Runterspringen klappt eher so semi, ne? Ich roll mich einfach da unten ab. Oh Gott. Ich komme schon ins Schwitzen, wenn ich das nur sehe. Vor allem kann ich hier nicht runterklettern, hier sind überall Eiszapfen. Die machen uns tot. Ja, ich kann da nicht runter. Oh Gott. Wir hätten den Schnellreisepunkt unten freischalten sollen vorher. Irgendwo gibt es da einen, soweit ich weiß. Hier geht's ja auch nicht runter, ne? Nee. Sie lässt sich hier nicht fallen. Ich kann hier auch nicht springen. Oh, 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 oh! Junge, bist du dämlich. Da lässt sie dich jetzt fallen, oder was? Oh, gut. Hey, Moment! Keine Zeit zum Sterben. Ich will hier echt runter und ich würde gerne unten weitermachen. Ich würde gerne die Quest annehmen und ich hoffe nur, die sagt mir nicht, oh, du musst jetzt übrigens da rein. Kann ich hier runter? Nein! Das war's. Das überlebt ihn nicht. Da ist ja das Seil. Da ist ja das Seil. Zielsicher. Sehr zielsicher geholt. Alter.
dachte, das war's. Ich dachte, das war's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja. Gott, das hier. Sag mal, das ist doch nicht wahr! Du blöde Kuh! Spring halt daneben! Hans, mein Bürger. Nee, Hans, Hans hat Pause. Ich hol mal kurz die Kiste. Was? Also, uff, So. Ich hol mal kurz die Kiste da oben. Okay, okay, okay. Ja, warte. Wir haben sowas schon mal gespielt. Wenn ihr euch erinnert. Okay, geht nur bis hierhin. Ah. Ah. Okay, ich sehe gerade nicht, wo wir es langschieben können. Ich probiere es trotzdem nochmal. Cool, es war klemmt. So. Nein, was machst du? Du sollst da oben lang. So, und jetzt hier. So. Und dann darüber. Nein, darüber! Was ist denn heute los? Mein Mädchen. Haben wir hier irgendwas? Nein. So. Heute ist wieder so ein Tag. Heute ist einfach wieder so ein Tag. Okay. Wir haben die Kiste mal eben geholt. Kann ich nicht einfach wieder runterspringen? Ja, ne? Ja. Okay. So. Dann hier wieder raus. Vielen Dank. Hat mir sehr gut gefallen. Ich frage mich, wer da auch eine Kiste irgendwo nehmen, ne? Nö, das ist nur Parcours hier oben rüber. So. Ymir, du alter Bluter, was ist nur mit dir los? Ymir, du alter Bluter, die Freude, die ist groß. So, dankeschön. Eine Truhe ist da noch. So. Okay, hier hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich bin selber neu hier. Ihr merkt das vielleicht. Da oben, ne? Oder? Da hinten. Okay. Okay, wir waren hier noch nicht. Festhalle. Und niemand ist in der Festhalle? Hier würde ich auch Feste feiern. Hier würde ich auch Feste feiern. Alles klar. Oh, was ist das denn? Der Pelz ist hart am Stinken. Da ist jemand offenbar sehr, sehr groß. Warte mal, da oben geht's rüber. Wahrscheinlich der Ausgang. So. Ah, ne, der Ausgang ist unten die Tür, ne? Die verschlossen. Sehr viele Untertauchmöglichkeiten. Alter, wie die hier kochen müssen, ne? Wie viel hier auffahren müssen auch. So, gut für uns aber. Ich hau mir auch die Plauze voll hier gerade. Gibt's hier nichts mehr? Na gut. Okay. Die Truhe. Da oben. Da oben, da rüber. Entschuldigung. Oh, da brennt der Pfeil. Kann ich da irgendwie hoch? Über die Leiter. Okay. So. Also, hier oben rüber. Dann da auf das... Was ist denn heute los mit dir, Frau? Alter Schwede. Die einfachsten Sprünge und die springt daneben. Aber die springt nicht nur so daneben, sondern die eiert halt nochmal nach rechts extra. So. Okay, dann hier rüber.
Na also. So. Dann hier in die Dunkelheit. Jetzt hier nach oben. Dann hier auf den Balken. Alter, ich häute dich. Willst du mich verarschen? Das sind billige Sprünge, Mann. Das sind ganz billige Sprünge. Warum hatten die so eine Schwierigkeiten? So. Ich, ganz ehrlich, die springen nicht. Ich springe wirklich. Ich habe das schon tausendmal gemacht hier. Ganz ruhig. Sonst werden die Speisen hier gleich zu salzig. So, springen. Bitte. Danke. So. Springen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, ich wäre so sauer geworden gerade. Alter. So, wir haben noch ein paar... Also, wir haben fast die Hälfte an Blutstein. Was aber keine schlechte Bilanz ist für die letzten Folgen. Das ist Feuer. Okay, so, wir müssen wieder raus. Hier war doch die Tür irgendwo, oder? Ah, wir können wieder da raus. Okay. Da war irgendwo die Tür, keine Ahnung wo, aber ich gehe mal wieder hier raus, weil bietet sich gerade an. Ich wollte eh nur die Truhe haben. So, bin ich froh, dass nicht im Feuer gelandet ist. Da hinten sind wir hier rüber? Nee, ne? Aber wenn da nichts ist, muss ich auch nicht hin. So, Vorräte. Guck mal, wie viele Vorräte die haben, ne? Die ganzen Fässer und so. Die machen das schon ganz gut. So, der Rest ist unten, ne? Ja, alles klar. Der Wegepunkt ist wahrscheinlich da hinten irgendwo. Okay. Ich gehe jetzt mal zur Quest. Mir reicht's gerade mal ganz kurz mit den Blutdingern. Ja, natürlich. Ist schon richtig, was du sagst, mein Freund. So. Okay, wir müssen 576 Meter in die Tiefe. Parnili, coole Ziege hier. So. Feinde überall. Ich mache kurz wieder einen Sprung. Oh, Entschuldigung. Upsi. Feinde überall. Ohne Truhe. Nein. Meine Mutter war eine Trelle. Meine Frau auch. Die Kinder werden es ebenso sein. Was? So. Man kann sein Schicksal nicht ändern. Was zählt, ist, wie man ihm begegnet. Ja, na gut, wir ändern gerade unser Schicksal ein bisschen. Abgeschlossen. Auf der anderen Seite versperrt sein. Na, okay. Ich, dass es besser ist. So, hier auch. Hier geht. Okay, Nahrung sammeln, vielen Dank. Tragen. Oh, alles klar, kleines Rätsel. Wir machen aber gleich die Quest, ne? Also gleich machen wir die Quest. So, das können wir gleich beiseite schieben, wenn das hier weg ist, ne? So, lass uns mal los. Und das jetzt hier einmal. Na gut, vielleicht so. Okay, okay. 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 Geht's hier noch irgendwo hin? Nein. Okay, gut, ich trage das mal eben. Ich sehe nichts. Ich lege es vorsichtig wieder ab. Irgendwo.
Oh, ich sehe es schon schimmern. So. Das kommt hier raus. Oder auch nicht. Oder das kommt hier raus und wir können dann hier lang, ne? So rum. Okay. Ein Träumchen. Blutstein mitgenommen. Und weiter geht's. So. Okay. 515 Meter weiter unten. Alles klar. Hier unten gibt's noch einen Blutstein. Da vorne. Okay. So. Da oben drin. Wir holen's den auch nochmal. Wir räumen einfach auf und die Blutsteine. Was haben wir letztes Mal denn bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hey, Han, Schnertel Christendorf. Schnertel Christendorf. Keine Leiter hier. Diesmal keine Leiter. Wir müssen also gucken, wie wir nach oben kommen. Das sind ja Schieberätsel. Eine Leiter. Entschuldigung. Das ist nur eine Leiter, Leute. Das habt ihr schon mal gesehen irgendwo. Das kennt ihr doch. Ach so, das war's schon. Heute ist der Wurm drin. Ich weiß, was los ist. So. Natürlich. Wie viel? Ein Schlüssel. Okay. Schlüssel da drüben. Schlüssel da drüben. Deswegen das Schiebe. Rätsel. So. Okay. Schieberätsel. Okay. Das war nicht wirklich ein Schieberätsel. So, Plan eines Trells. Oder Trells. Ich bin also Suttungs liebster Trell, ja? Der erste unter den Sklaven, das bin ich. Welch eine Ehre, der oberste Baumeister des Herren zu sein, in Schnee und Eis zu arbeiten, bis meine Finger schwarz sind. Nun, dieses Sonderrecht hat seine Vorteile. Ich komme den Schätzen des Herren nah und habe mir auch einen Schlüssel geklaut. Jetzt warte ich nur auf den richtigen Augenblick. Wenn ich dieses Joch abwerfe, mich nach Asgard begebe, werde ich was brauchen, um die Überfahrt ins Paradies zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass es geklappt hat. So, die Leiter hier geht nicht, ne? Okay. Na gut, dann wieder zurück, glaube ich. Kommen wir denn zurück? I'm not entirely sure. Komme ich da rüber? Ja, okay, alles klar. Das war nicht so gut. Nein, was machst du denn? Okay. Ja, okay. Puh, ich habe jetzt immer Angst bei jedem Schritt. Every step you take. So. Den Hutschein. Entschuldigung. Ich mache das immer so. Den haben wir auch. 80 Meter. So. Na gut. Ich werde unvorsichtig. Aber ist was. Entschuldigung. Ist mir immer ein Bedürfnis. So. Bis oben einfach mal eine Armada aus Feinden lauert. Das hier ist aber nicht... okay, na gut. So, was ist der Schlüssel da drin? Da ist ein Schlüssel drin, aber nicht der, ne? Kann ich da irgendwas explodieren lassen? Entschuldigung! Bringt nicht viel, ne? So. Anders geht's da, glaube ich, auch nicht rein. Okay, pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich mache erstmal. Wir kommen sehr bald zur Quest. Ich bin mir fast sicher, wir kommen sehr bald zur Quest. Okay. Wir haben hier noch. Ein paar Dinger sind noch drin.
Hier geht's nur wieder runter. Hier geht's wieder hoch. Das bringt aber nichts. Ja. So. Dann hier hoch. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich habe das Gefühl, ich mache das komplett falsch. Ich muss irgendwo anders lang. Da sind noch zwei Tränchen, wollte ich wieder sagen. Nein, oh Gott. Was ist denn heute los? Da springt die von schräg nach quer. Ein einsamer Turm, uralt und verlassen. Das Eis hat ihm bereits zugesetzt. Dann sollten wir da doch mal gucken, ob alles rechtens ist, oder? Geht's da rein irgendwo? Ich meine, das ist ein schöner Turm, aber da muss doch irgendwo reingehen, oder? Ich habe Angst, dass ich eine Tür verpasst habe und jetzt die ganze Zeit hier irgendwie außen rumklettere. Aber dann holen wir uns wenigstens den, die Schnellreihe. Oh. Oh. Offenbar nicht verpasst. Was ist das denn? Hier flogen gerade noch Dinger rum. Okay, hier flogen gerade noch Dinger rum. Die Tür geht nicht auf. Okay. Na gut, ich gehe mal hier raus. Okay, das ist nichts. Na gut. Ja, die Lichter... Kann es sein, dass Lichter einem den Weg weisen? Nicht mehr. Was für eine List ist das? Ein Baum wächst in dem Turm. Und jetzt geht's da hinten oben raus. Oh, da unten. Das ist der Schlüssel von vorhin, glaube ich, ne? Okay. Das ist ein schöner Baum. Also sehr schön mit dem Grün. Ist das vielleicht die Vergangenheit? Oh, Gottes Willen. Okay. Ist das die Vergangenheit? Die uns diese Geister hier zeigen, oder was immer das ist. Jetzt wieder weg, der Baum. Natürlich ist der Baum jetzt weg. So. Oh Gott. Nein, nicht heute. Nicht an diesem Tag. Das Tor war eben noch nicht da. Welches? Welches Tor? Da ist auch keins. Das Tor. Dieses Tor? Wow. Hey, wie cool. Oh, ich liebe sowas. Immer noch. Ich finde das so cool. Ich würde so gern die Schriftstücke hier lesen, aber das geht ja leider nicht. Nur dies. Na gut, eins wenigstens. Immerhin. Aswids Beobachtungen. Eintrag 219. Wenn ich mit dieser Aufgabe Erfolg habe, könnte dieses karge Land reichlich Früchte tragen. Kein Kind muss mehr hungern, kein Krieger mehr auf Raubzug gehen, um zu holen, was uns fehlt. Stell dir das einfach mal vor, ein blühendes Jötunheim. Und für wahr, guck mal, überall wächst hier was, also der hat's wirklich geschafft. Aber was ist passiert? Wollte das jemand nicht, dass Jötunheim blüht? Huch, ich sagte bereits, heute ist der Wurm... Hallo? Okay. Ja. Gut. Das sieht alles sehr schön aus. Da oben kommen wir nicht raus. Also natürlich... Einmal hier. So. Ach so. Ich verstehe, wir müssen... Da raus. Ich wollte gerade da raus. Okay. Wir müssen erstmal dahin. Na gut. Was machst du? Na. Heute ist wirklich der Wurm drin. Ich habe ihn in eine ganz andere Richtung geschoben. Irgendwas ist heute merkwürdig. So, okay. Nein, nicht ab. Okay, gut. Ja, hallo. Ich danke euch, ihr Geister. Ich danke euch so sehr. Oh, und noch ein Blutstein.
Ich glaube fast, wir haben über die Hälfte. Aswids Beobachtung, Eintrag 345. Endlich. Das Experiment ist ein Erfolg. Es war Ymirs Blut, das die ganze Zeit fehlte. Auch in den rauesten Landen gibt es einige, die sich bemühen, ihren Leuten zu dienen. Es war Ymirs Blut, das die ganze Zeit fehlte. Doch diese Zutat ist selten und zu wertvoll, um sie zu verteilen. Wie kann ich dies mit einfacheren Reagenzien replizieren? Eine berechtigte Frage. Wir müssen irgendwie nach oben, ne? Also wir müssen... Okay, das ist super nice. Das ist super nice. Nein, hoch. Heute ist irgendwas merkwürdig. Von da geht's. Okay, klar. So, warte. Wir sind noch nicht ganz oben, ne? Wir sind noch nicht fertig hier. Oh Gott. Was ist denn das da? Was ist das? Okay. Wie kommen wir denn hier? Wir müssen hier... So. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich glaube jetzt einmal nach oben, ne? Müsste eigentlich gehen. So, sail away, dream your dream. Junge, was für ein Synchropunkt. Heilige Scheiße. Uff. Aktualisiert. Juhu! Neue wichtige Orte. Okay, so viel ist zum Glück nicht. Wir kriegen die Karte schon leer. Hier sind es viel weniger Punkte geworden inzwischen. Sind noch ein paar, aber viel weniger inzwischen. Das läuft schon. Ist es da hinten Stroh? Ich bin mir hier überhaupt nicht so sicher. Da unten müsste noch eine Kiste sein. Aber ich springe jetzt einfach mal runter und wir gucken, was passiert. Kann sein, dass mir alles breche. Oh! 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 Das ging tiefer, als ich dachte. Ach, hier ist die letzte Truhe. Ich dachte, ich habe die übersehen. Cool. Aswids Beobachtung, Eintritt 401. Diese Tropfen von Ymirs Blut standen mir nicht zu. Und jene, denen sie gehörten, jagen mich nun ihretwegen. Was ist wohl mit der Drude geschehen? So. Ein Geheimnis verloren im Schnee. Tja. Und jene, denen sie gehörten, jagen mich nun ihretwegen. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Doch kam er früher als gedacht. Ich hatte gehofft, ich könnte ihnen zeigen. Sie werden den Turm nicht finden. Ich werde gehen und sie fortlocken. Bitte, wer dies auch immer findet, verwende das verbleibende Blut. Setze meine Forschung fort. Bringe unser Land zum Blühen. Hätten diesmal gewusst, wa? Wir haben die Forschung gefunden, aber wir setzen sie nicht fort. Wir gehen einfach und nutzen das Blut für unsere Zwecke. Toll. Wirklich ganz toll. Scheiß auf die Jöten. Boah, Alter. Es ist halt immer noch fucking beeindruckend, ne? So, da ist Stroh. Ja, es klappt sogar mal. So, 90 Meter. Okay, weißt du was? Ich schnapp mir mal den Polarexpress. Der ist aber auch laut. So. Ach ja, das war die Höhle hier, ne? Wenn es nach diesem Leben noch eins gibt, hoffe ich, dass es besser ist.
Was ist das da hinten bloß für ein Wirbelsturm? Und wie kommen wir hier rein? Von oben? Und man kommt doch nicht drauf, oder? Nee. Oh, ich ahne es. Okay, warte mal kurz. Vielleicht klappt's ja. Ich bin nicht sonderlich gut darin, aber hey, wir probieren's mal. Wir müssen da reinspringen, ne? So. Ich bin gespannt, ob das was wird. Okay, es wird. So. So, Schlüssel aufnehmen, was nie passiert. So. Das haben wir jetzt doch mitgenommen. Prima, prima. Jetzt müssen wir irgendwie in die Richtung. Scheiß drauf. So, ich geh mal direkt dahin. So. Das wird schon alles langsam. Wir kriegen das alles hin. La 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 la. So, wir müssen jetzt eh 417 Meter runter. Keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Immer noch runter. Und da ist noch ein Trüchen. So. Da unten ist ein Trüchen. Aua. So. Hier flimmert eine kleine Grafik. Wir ignorieren das mal. Da gibt es noch einen Schlüssel. Okay. Ich glaube, das ist alles in den Berg geschlagen hier, ne? Deswegen hier auch hier noch dieser Stein überall. Ich weiß nicht genau, wie die Erde da hinkommt als Straße, aber das ist alles in Stein geschlagen hier. Wenn ich das richtig deute. Sie für mich sühnen. Ja, mach mal. Oh nein. Ich ahne es. Trüms Haus, was? Wo ist denn der Trüms Haus? Trüm. Okay, wir haben hier noch, da noch. 235 Meter da oben irgendwo, keine Ahnung. Und 69 Meter unter uns. Und ich habe befürchtet, dass wir vielleicht da hinten durchs Wasser müssen. Ansonsten weiß ich nämlich nicht. Wo denn? 113 Meter. Okay, da hinten noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, es ist halt Ymirs Blut. Was will man da machen? Wir brauchen es ja. Ich frage mich, ob wir dann hier auch was begrünen können. Wahrscheinlich nicht, ne? Hä? Wir hätten nämlich gesehen. Wie der mich wieder mit dem Rücken gesehen hat. Ich verstehe es manchmal nicht. Heute ist der Wurm drin. Oh. Ich wollte gar nicht hier hoch. Doch, ich wollte hier hoch. Das wollte ich mich eigentlich. Gleich hab ich dich! Packen Sie mir Pack! Egal, komm. So. Ach, einer lebt noch da oben. Da oben, na hey. Na. So, Dankeschön.
Das Ding haben wir auch wieder. Und jetzt gucken wir mal. 170 Meter, 174 Meter, 133 Meter. Ein Tränchen noch und dann sind wir bei der Quest. Okay. Eins habe ich ausgelassen. Da oben ist es ein Schlüssel. Bei meinem letzten Besuch war Angabodas Haus genau hier. Vielleicht ist es das noch. Herz des Waldes. Da oben ist ein Schlüssel. Das Haus. Da ist es ja. Ja. Laufe ich hier gerade auf den Wurzeln von Yggdrasil entlang? Ist das eine gute Idee? Hier war auch schon lange jemand. Nee, hier war schon lange keiner mehr, ne? So, das wollte ich sagen. Okay, das geht offenbar nicht. Vielleicht hier wieder raus. Und dann runter zur Tür. Und erstmal hier durchs Fenster. Angerebodas Vermerk. Wie sie schreien, wenn ich an ihnen arbeite. Jene, die mich besuchen. Laute, wie sie kein körperlicher Schmerz je hervorriefe. Könnte ich sie nur trösten. Das weiße Feuer wird euch läutern. Das Brennen, den Schmutz fortwaschen. Und was bleibt, ist Reinheit. Welch Qual es ist, sich ohne jede Trug zu sehen, jeden seiner Winkel zu kennen, sich verkommen, unbedeutend, jämmerlich zu wissen. Die Wahrheit ist schwer zu ertragen, doch ich werde sie zwingen, sie zu erblicken. Und am Ende werden sie alle sehend sein. Da unten ist eine kleine Sprechblase. Ich will nicht sehend sein. Okay, wo ist der Schlüssel? Sag mir nicht, aber oben. Da unten Questziel. Ich brauche einen Schlüssel. Na gut. Da habe ich ihn nicht gesehen. Ich wusste, er ist irgendwo im Haus, aber naja. Gut. Wow, was für ein Sprung. So, vielen Dank. Gleich mal beklauen, denn die Notiz wirkte vertrauenswirksam. Du bist leichtsinnig, Hyrokin. Midgard ist kein Tiegel für deine Experimente. Wahrlich nicht. Es ist wie eine Scheune, die vor Geziefer wimmelt. Das am Gebälk nach. Was? Du unterschätzt die Menschen. Wie immer schon. Wenn das Ende kommt, werden sie uns überleben. Sie sind geistlose Zerstörer, die uns vernichten und die neuen Reiche erben werden. Das kann ich nicht zulassen. Sie sind zu mehr fähig, als du ahnst. Und ich werde dir nicht helfen, ihren Untergang herbeizuführen. Dann bist du eine Närrin. Du Narr! Okay, wir müssen da irgendwie rein. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Wo kommt denn die Treppe auf einmal her? Ach. Okay. Na gut. Ich frag aber nicht. So, ein Mensch kommt euch besuchen, ihr Narren. Bitte, tritt ein! Halte dich nicht mit Klopfen oder Höflichkeiten auf. Angerboda, ich bin weit gereist, um dich zu sprechen. Und es ist mutig von dir, meine Schwelle allein zu betreten. Wo ist mein Geliebter, der dunkle Fuchs, der mein Lager teilte? Wir hatten Streit. Loki blieb zu Hause. Ja, gut. Gleich mal anlügen, ne? Ist nicht wichtig, aber naja. Loki blieb in Asgard, um beim Wiederaufbau nach einem Angriff zu helfen. Ach ja, damals. Ja, wie stimmt. Großzügig. Und ungewöhnlich für ihn. Früher könntest du besser lügen. Ich bin nicht Lokis Amme. Ich kam hierher, um die Jötnamagie zu verstehen. Wie man seinen Huger von einem Körper in einen anderen überträgt. Der Met. Du suchst den Met? Hyrokin, du strapazierst meine Gastfreundschaft. Dann verabschiede ich mich. Doch denk an meine Worte, Angerboda. Bald wirst du die Dinge so sehen wie ich.
Wer war das? Wovon spracht ihr? Ich frag trotzdem, wer das war. Sie wird's mir nicht sagen, aber naja. Ich hoffe, sie erzählt mir vom Med. Wer war deine Besucherin? Sie ist mächtig und grausam und geht dich nichts an. Der Med, von dem sie sprach. Wo finde ich ihn? Sie hat sich versprochen. Vergiss, was du hörtest. Keine Spielchen, Zauberfrau. Du verkaufst jede Wahrheit, wenn der Preis stimmt. Wenn er denn gezahlt werden kann. Es gibt eine Wurzel, die Altweiberklaue genannt wird. Sie wächst am Fuße eines Wasserfalls im Süden, am Waldesrand. Bringe mir 3 Wurzeln von der Stelle, wo das rote Moos gedeiht. Dann sprechen wir von dem Med. Ich nehme dich beim Wort. Na gut. Finde den Wasserfall und betritt ihn. Ich werde ihn betreten. So, hier kommen wir easy runter. Ist das hier? Das ist eine easy runterkommstelle, ne? Ja, super easy. Wumps. Okay. Über diese Dinger hier. Okay, wo können wir hin? Wo müssen wir hin? Wo sollten wir hin? Wir haben nicht mehr so viel zu sammeln. Das ist sehr gut. Wir müssen jetzt dahin, Herren des Eisenwaldes. Das heißt, ich würde zuerst sagen, wir gehen dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Machen wir das mal so, ne? Weil ich will unbedingt alle Dinger sammeln. Wieder mal. Wie in Asgard. So. Erstens liegen die an ganz interessanten Orten. Ab und zu mal. So. Natürlich. Muss das denn sein? Du rennst wie eine Kuh. Wie angenehm, du kämpfst wie ein Bauer. Wo ist denn er hin? Ach. Entschuldige bitte. Tschüss. Hätte auch unten bleiben können. Die haben hier den armen Menschen, haben die einfach ermordet. Das sehe ich nicht gern. Was ist denn das hier? Ah, ich sehe schon. Es gibt eine Truhe, wir wissen noch nicht wo. Vorne ist aber noch kein... Da ist noch ein Schlüssel, okay. Da ist noch keine Truhe. Andere ist gerade verschwunden. Denkt dran, es sind keine Tiere. Alter, wie schnell respawnen die denn da oben? Okay. Wie löse ich dieses Rätsel? Ich muss irgendwo hingehen. Ich muss irgendwo hingehen, damit die Geister zufrieden sind, glaube ich. Ein bisschen unsicher. Ich weiß es einfach nicht. Soll ich mal tauchen? Das ändert alles. Okay. So, hier sind die noch. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Da vielleicht?
Okay. War das das Rätsel? Ich habe jetzt irgendwas gefunden. Irgendwas findet er beim Scan. Ich weiß aber nicht genau was. Ich habe keine Ahnung. Die Pilze wahrscheinlich. Ich weiß einfach nicht, wie diese komischen Geister funktionieren. Da sind sie wieder und wir haben keine Truhe, ne? Ja, okay. Ja, was denn los? Was denn los? Oh, ganz schön düster hier. Ist das Karnickel auch ein Viech? Du gehörst mir! Nö. Das sehe ich differenziert. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll bei den Dingern. Es sieht so aus, als würden die einem was zeigen wollen, aber andererseits nicht, weil die in eine Richtung fliegen, egal wie man läuft. Da drüben scheint was Interessantes zu sein. Ah, ich weiß, was da ist. Ja, ja, ja. Ich sehe es schon. Aber... Ein mächtiger Krieger. Da ist der nächste mächtige Krieger. Okay. Aber auch cool, als Tier in der Gegend rumlaufen zu können. Eigentlich auch cool. So. War das vorher schon da? Doch, das ist die Brücke, ne? Vielleicht müssen wir da auch hin. Aber... Oder dahin? Ich weiß es einfach nicht. Ich bin so aufgeschmissen bei diesen komischen Lichtern. So, ich schau mal kurz. Der sollte eigentlich da sein, ne? Junge, das dauert aber auch manchmal. Also wir haben viele, viele Tränen haben wir so bekommen, aber diese Geisterdinger... Piu. Ich weiß es einfach nicht. Tragen. Aber den Schlüssel haben wir ja schon. Den Stein irgendwo hintragen? Nee, ne? Das ist ja völlig random dann einfach. So, hier. Der heilige Stein wird zur Truhe. Und wir haben unsere Träne. Junge, Junge, Junge. Okay, weißt du was? Ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich suche noch mal bis zur nächsten Folge. Ich würde mal heute... Die Stunde kriegen wir dann nicht voll. Oh, weia. Und ich suche mal bis zur nächsten Folge mal irgendwie hier rum, wie auch immer die Truhe hier plötzlich auftauchen mag. Keine Ahnung. Diese Lichter geben mir keinen wirklichen Hinweis. Sie leuchten überall und sehen auch eigentlich mal gleich aus. Und ich kann auch nicht erkennen, ob die... Doch, die fliegen doch hier hin, oder? Die fliegen doch schon dahin. Kann man denen überhaupt folgen? Oder die fliegen, glaube ich, immer in die Richtung, wo man geht, ne?
Ja, die fliegen immer in die Richtung, wo man geht. Da ist so ein Zettel. Warte mal. Bekanntmachung. Vorsicht vor den Blasshäuten. Aesir-Speer sind überall und bewegen sich auf leisen Sohlen. Wenn ihr sie seht, tötet sie. Meldet jede Sichtung eurem Herrn. Die Blasshäute sind wir, die Blauhäute sind die. Schon sind die Grenzen gesetzt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die Geister mir mitteilen wollen. Ich weiß es einfach nicht. Es wirkt einfach komplett random. Da oben ist das, dieser Krug. Der andere Kessel. Locken die mich hier in den dunklen Wald? Aber hier hören die jetzt auf. Das ist nur da in der Gegend. Die Schlüssel haben wir. Ich hab keine Ahnung. Guck mal, da vorne ist noch irgendwas. Ein altes Boot. Was sind das da? Ein paar Grafikfehler. Hier fehlen, glaube ich, Texturen. Ich bin mir nicht sicher, was da ist. Oder das ist die Metalllegierung vom Boot. Das kann natürlich sein. Das Boot hat Metalllegierung. Das ist normal. In Jötunheim waren wir da ein bisschen weiter als wir. Okay, mal aus Neugier hier gucken. Bin einfach mal dem Fluss gefolgt. Na, guck mal. Da kommen wir nicht rein. Nee. Vielleicht von einem... Hä, was ist denn das? Guck mal, auf der anderen Seite ist voll das Grün, oder? Oder nicht? Da spiegelt sich, glaube ich, irgendwas. Ja, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich kommen wir da später wieder raus, irgendwann. Eventuell. Aber noch nicht jetzt. Okay, pass auf. Ich folge der Quest. Wir machen die Kiste vielleicht mal irgendwann anders. Oh, da gibt es noch einen zweiten, deswegen. Deswegen keine Endsequenz. Okay, hier ist auch noch Fluss. Na gut. Wir kriegen die Stunde noch voll. Warte mal kurz. So, da haben wir es jetzt. Nochmal schön reintreten. So. Die sehen so cool aus. Okay, hier sollte der Wasserfall sein, aber ich sehe keine Spur von ihm. Vielleicht finde ich irgendwo einen Weg, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das war aber nicht Eisenbjörn hier, ne? Gut, dann würde ich sagen, das Unsichtbare sichtbar zu machen, ist ja unsere Spezialität. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Naja, doch nicht ganz voll, ne? Und dann finden wir den Wasserfall und betreten ihn. Und vielleicht finden wir auch die Truhe, ich weiß noch nicht genau. Ich will unbedingt... Ymias Blutsäcke sammeln. Gibt nichts Schöneres in meinem Leben. Steht auch in meinem in meiner Bewerbung für diesen Job. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.